Unterli, hallo Leute, mein Name ist Gutgun und willkommen zurück zu Let's Play Off. Und wir sind in Zone 1. Und ja, wie ihr seht, ist es immer noch grün und es regnet. Schauen wir mal, was hier passieren wird. Okay, das sieht aus wie eine U-Bahn-Station und soll das... Was soll das heißen? Nestle? Elsen? Okay. Das Zug Nummer 1 ist ein wirklich nutzvoller Transport, um über Zone 1 zu kommen. Oh, danke schön für diese nutzlose Information. Okay, wo wollen wir hin? Damien oder gar nicht? Also Damien. Damien. Okay. Oh, was für eine schöne Animation. Zone 1. Dun, dun, dun. Okay. Mal schauen, was uns dort erwarten wird. Ah, jetzt heißt es Damien, jetzt ergibt das mehr Sinn. Als Nestle oder was es war. Zug 2 war schon für. Ist schon seit einer langen Zeit nicht mehr aktiv. Warum auch immer. Okay, hier scheinen wir in einer Stadt zu sein. Ein Besucher? Punkt, Punkt, Punkt. Willkommen zu den Rauchminen. Könnte ich bitte wissen, wer du bist oder wer sie sind? Bist du ein Inspektor? Nein, ich bin der Better. Ich komme, um die Impure Spirits? Ein Moment. Ich komme, um die unreinen Geister zu exterminieren. Der Better? Die unreinen Seelen? Bist du sowas wie ein Prophet oder ein Mann des Glaubens? Ja, sowas ähnliches. Werde ich gesendet? Niemand. Ich werde gesteuert von Goodgo. Ah, den kenne ich nicht. Er muss ein Mitglied vom höheren Personal sein. Ja, so könnte man es sagen. Auf jeden Fall ist es gut. Es bedeutet, unsere Request, Nachfrage wurde entgegengenommen. Hier, ich erkläre dir ein paar Sachen. Okay. Jetzt kommt Hintergrundwissen, wie es aussieht. Also Geschichte. Okay, du bist in den Rauchminen von Damien, der südliche Part von Zone 1. Mhm. Schöne Bilder, eigentlich nicht. Hier werden die Arbeiter tief in die Tunnel geschickt, um unerdiges Metall vom Boden zu hacken. Was? Freeing and smoked etwas? Um den Rauch freizulassen, der tief drin verborgen war. Okay. Das ist seltsam. Also meinen die eigentlich Kohle? Dank der Varietät der Werkzeuge ist es möglich, diesen Rauch in Flaschen umzufüllen, die Königin in andere Zonen schickt. Mhm. Okay. Der Rest von dem Rauch verschwindet einfach in die Freiheit und formt sich mit der Luft, die wir dann in unsere Lungen inhalieren, damit wir, so können wir leben. Die leben durch den Rauch. Okay. Als erstes der vier Elemente ist es ein wichtiges Element. Okay. Das erscheint mir ziemlich seltsam. Ohne den Rauch würden wir nicht in der Lage sein zu atmen. Okay, so ist es. Und so, wie soll ich das jetzt sagen? Wo sind die Unrein? Ah, ja, there we go. Achso, das sind viele in der Mine, die mehr und mehr aggressiv geworden sind. Wahrscheinlich, weil sie nicht mehr den Rauch geatmet haben. Oder weil sie den Rauch geatmet haben. Also das wird jetzt echt verzwickt. Aber es wäre besser, wenn du dich entscheiden würdest, nicht in die Minen zu gehen, weil das eigentlich ein Verbot gegen Besucher gibt. So, wir werden Folgendes tun. Da ist ein anderer Tunnel, in den niemand reingeht. Aber ein Minenarbeiter ist vor einiger Zeit da reingegangen. Und es sah ein bisschen seltsam... Was? Nee, und er saß etwas Seltsames, hat er gesagt. Etwas Ungewöhnliches. Also dachte ich mir... Vielleicht ist es der Chef.
Und hier ist deine Aufgabe. Wenn du akzeptierst, wirst du in diesen Tunnel gehen und den Chef of the Spectres, ich weiß gerade nicht, töten. Dann wird der Spectres disappear. Was heißt Spectres? Ein Moment. Ach, Gespenster, natürlich. Dann werden die Gespenster verschwinden und wir können wieder arbeiten. Also, hast du irgendwelche anderen Fragen? Nein. Gut, perfekt. Der Tunnel ist rechts. Nee, right down there. Ach, gleich hier unten. Ich werde hier warten. Okay, schauen wir erstmal in deinem Haus nach. Da ist ein anderer Typ. Bald werde ich befördert. Und ich werde ein Supervisor in Alma. Okay. Moment, da war doch eine Truhe. Truhe. Ein Lackticket schon wieder. Was die wohl machen? Kann ich das eigentlich irgendwie gucken? Wie kann ich mein Inventar öffnen? Ah! Okay, mit Escape. Ach, das heilt mich. Und das füllt CP auf. Habe ich irgendwas zum Ausrüsten? Nö. Okay, aber gut zu wissen, wo das geht. Hier können wir irgendwas aktivieren. Ah, nein, okay. Lassen wir das lieber so. Und wir betreten den Tunnel, in den die Gespenster... Da ist der Richter. Nun, wen haben wir denn hier? Ist das nicht Gutgo und sein Jumping Jack, der Better? Bist du der Anführer der Geister? Nein, bin ich nicht. Ich laufe nur ein bisschen rum. Achso, ich schwängle hier nur so rum, wie der Rauch, der hier rauskommt. Wie auch immer, ich glaube, ich weiß, was wir tun. Tut mir leid, ich glaube, ich weiß, wo derjenige ist, den du suchst. Das ging aber nicht lang. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin verwirrt. Ich glaube, das ist einer dieser Objekte, die Spherical Add-ons genannt werden. Okay, er hat versucht, da durchzugehen, aber schafft es nicht. Aber glaubt, dass vielleicht ich, der keine physische Order hat, da durch kann. Und er meint, wir sollen das... Warte mal, sollen wir jetzt da durch oder das? Ah ne, wir haben Alpha, Add-on Alpha hat sich uns angeschlossen. Okay. Was für ein Phänomen. Ich muss zugeben, ich bin immer noch verwirrt. Aha. Fair enough. Okay, fair genug. Dadurch, dass es dich begleitet, sollte ich mir das Beste draus machen. Okay. Der Chef der Geister ist nicht hier. Tut mir leid, aber ich fürchte, ich muss negativ auf deine Frage antworten. Außer diesem Add-on bin ich hier nichts über den Weg gelaufen. Okay, Moment. Und Alpha ist jetzt wie ein... Ups, nein, das wollte ich nicht. Wie ein Mitglied? Okay. Belassen wir es mal dabei. Und gehen wieder raus. Irgendwie war hier nichts außer Alpha. Hey, du! Ah, du bist zurück. Hast du den Chef der Geister getötet? Nein. Er war nicht dort. Wirklich? Verdammt, dann... Ich fürchte, ich muss dich in die Main Charges einlassen. Aber es wäre gegen die Regel. Okay, ich denke, da ist... Besondere Umstände sind... Wähle ich Paragraph 5. Und deshalb darf ich da rein. Okay, mehr brauchen wir auch gar nicht zu wissen. Hallo Minenarbeiter. Das sind Phantome da unten. Sie halten uns von der Arbeit ab. Aber jetzt ist gerade Pause, also von dem her ist es auch egal. Gute Einstellung. Was machst du hier? Bist du der Mineninspektor? Sehe ich so aus? Wenn ja, dann sagt es mir. Du bist hier, um die Geister zu besiegen? Das sind gute Nachrichten. Vielen Dank. Die Lampen funktionieren nicht immer, vor allem in den dunklen Korridoren. Und da alles gleich aussieht, verirrt man sich leicht. Okay. Das sind Geister, ja. Was, wer mich reingelassen hat? Das war einer eurer Kumpels. Okay, da oben ist eine goldene Box. Und... Zeigt euch, korrupte Kinder. Was? Ich bin die Stimme der Vergebung, die euch eliminieren wird. Oh, fuck. Das hättest du nicht sagen sollen. Prepare yourself. Okay. Macht euch bereit, Gerechtigkeit zu spüren. Okay. Interessante Kampfmusik. Du.
Okay, das ist einfach nur wir gegen einen Haufen Geister. Autsch! Und Alpha kämpft mit uns, wie ich es angenommen hatte. Auch gut. Das ist eine seltsame Kampfmusik. Okay, sind nur noch 5 Geister übrig. So schwer ist das gar nicht. Vor allem, weil wir mit jedem Angriff einen Geist besiegen. Nur noch 4 Geister. Was ist das für eine Kampfmusik? Oh Gott. Also ich glaube nicht, dass ich mich daran jemals gewöhnen werden kann. Die ist nämlich ein bisschen arg seltsam. Okay, nur noch ein Geist. Komm schon! Oh, Moment, ich sollte eigentlich mal analysieren. Fällt mir gerade ein. Verteidige dich mal. Ich bin nämlich einer, der immer eigentlich alle Geister, alle Gegner, meine ich, analysiert. Nur 10 HP, kein Wunder, sind die so schnell besiegt. Lade schneller, Okay. Und damit hätten wir diesen Kampf geschafft, der war ja nicht allzu schwer. Ich habe die Gegner purified. Wow, man kriegt aber... Hallo? Ich habe fast von jedem Gegner ein Luck-Ticket bekommen. Dieses Add-on kämpft an meiner Seite. Das ist praktisch. Was, lass uns die anderen Galerien reinigen. Ah, okay, die gelben Blöcke sind genau wie die roten Blöcke. Man kann speichern, wird geheilt, aber man kann nicht sich teleportieren ins Nothingness. Das ist ja gar nicht so schlimm. Das Spiel speichert ungewöhnlich schnell. Okay, da können wir nicht durch. Also gehen wir weiter nach rechts und schauen, was uns hier erwartet. Okay, wie es aussieht, ist das der erste Dungeon. Da ist eine Truhe. Ein Joker. Was bringt mir der Joker? Die belebt eine Person. Wow, okay. Das ist praktisch. Was zur... Was seid denn ihr für schmelzende Gesichter? Magnolia, 30 HP, 10 CP. Gegen Licht... Was? Ich weiß nur, dass ich irgendwie Schaden bekommen habe, mehr auch nicht. Diese Gegner sehen ziemlich verstörend aus. Ist das eine Lichtattacke? Ah, nein, das ist ja das Analysieren. Das wird wohl kaum Schaden machen. Wow, aber Alpha hat einiges an Schaden schon bekommen. Okay, also er ist Level 1, also was erwartet man da? Und alles gereinigt. 300 auf... Wow. Und noch ein Luck-Ticket. Ich arbeite. Ich bin sehr produktiv. Herzlichen Glückwunsch. Benutzen wir mal lieber ein Luck-Ticket für Alpha. So, 6 Stück haben wir noch. Also das können wir ruhig ein paar benutzen. Okay, da hätten wir auch lang können. Da ist die Truhe. Truhe mit 2 Stücke von Belials Fleisch. Okay. Nochmal diese Musik. Oh no. Oh no. Ich bin, ich let's play RPGs immer so, dass ich einen bestimmten Typ von Gegner, wie jetzt zum Beispiel diese schmelzende Gesichter, den Kampf 1 bis 2 Mal zeige. Und falls diese Gegner nochmal auftauchen sollten, dann schneide ich den Kampf einfach raus, weil ich denke nicht, dass man unbedingt jeden Kampf sehen muss. Das wäre ein bisschen langweilig dann, finde ich. Diese Musik. Geschafft. Oh yeah, 200 Erfahrungspunkte. Alpha hat Level 2 erreicht und hat irgendwas bekommen. Oh, das ist ein Gegenstand. Nein, war das eine Fähigkeit? Tatsächlich. Okay, ein kleines Impact oder sowas. Bevor wir die Leiter hier runtergehen, schauen wir mal, was ist. Geht's da weiter oder nicht? Tatsächlich. Okay, schauen wir erstmal, was es hier unten gibt. Ich frage mich, wie groß so ein Level ist. Da ist eine Tür, aber sie scheint vom Inneren verschlossen zu sein. Also gehen wir wieder hoch und rechts. Was bist du? Hallo? January. Januar. Okay, heißt Januar, 90 HP. Leicht schwach gegen Metall. Benutzen wir das mal. Macht 65 Schaden. Nicht schlecht, verspricht. Damit hätten wir ihn schon besiegt. Auch gut.
Wollte ja eigentlich nur gucken, wie die Attacke so aussieht. Ja, so kann ich gerade noch weitermachen. Ich sollte aber niemals übertreiben. Denn wenn ich kaputt gehe, muss ich alles nochmal machen. Oh! Okay, jetzt bin ich wieder draußen. Und da kommt mir wieder ein Arbeiter entgegen. Was? Kommst du gerade aus den Rauchminen? Ja. Aber, das sind ein Haufen Geister. Ja. Bist du ein Geist? Nein. Wer bist du dann? Wurdest du von der Königin gesendet? Oder von Deden? Nein. Aber du weißt trotzdem, wie man gegen Geister kämpft? Könntest du sie zerstören? Ja. Das wäre großartig. Wir haben... Was? Geister in unseren großen Barons? Keine Ahnung. Barons? Ja. Okay, was kommt jetzt? Kommt jetzt schon wieder Geschichte? Was? Du bist an der Metallfarm, bla, vom Pendel. Im östlichen Part von Zone 1. Okay. Hallo, Kie. Unsere Arbeit beinhaltet das Schneiden von Livestock in zwei und extrahiert die metallischen Bla, die sich in den Kadavern befindet. Okay. Ist ein bisschen arg seltsam. Von diesem schwachen Qualitätsmetall formen wir irgendwas. Den Boden, auf dem wir laufen. Ja, das hat er gesagt. Okay. Mit dem höheren Metall machen sie dann was Besonderes wahrscheinlich. Manches davon, bla, werden in anderen Zonen gesendet. Bliblu. Tut mir leid, aber ich... Irgendwann mal geht mir das Übersetzen auf den Geist. Vor allem ist die Geschichte jetzt nicht so atemberaubend. Als der erste der vier Elemente ist es ein sehr wichtiges Element. Ich dachte, der Rauch wäre das erste Element. Okay, also Rauch und Metall sind zwei der vier Elemente. Denn ohne Metall hätten die Leute nichts, worauf sie laufen könnten. Sie würden sinken und ertrinken. Also gibt es wahrscheinlich verschiedene Ansichtsweisen hier. Das und dass die Geister... bla bla. Ich muss sie also zuerst in den Minen reinigen. Ah ja, aber die Bahnen sind nicht so groß und es wäre sehr nett von dir, wenn du die zuerst ganz schnell um die kümmern könntest, weil der Inspektor der Königin uns bald erreicht. Könntest du also bitte zuerst die Bahnen machen? Na gut. Oh, vielen Dank, super, yeah. Die Bahnen sind gleich hier rechts. Sie sind gar nicht so groß. Du wirst sehen, das geht sehr schnell. Okay, ich hoffe aber, dass ich hier noch schnell speichern kann. Sieht aber nicht so aus. Bla bla, für die Rauchminen, ja. Ja, mit den Tieren, bla. Gut, nichts Besonderes. Was gibt's denn hier links? Gar nichts. Sag mir bitte, dass ich vor den Dingen speichern kann. Komm schon. Komm schon, lasst mich speichern. Ja, ich kann speichern. Diese Bälle sind bearbeitetes Metall. Es ist metallisch. Das habe ich mir fast gedacht. Du bist hier, um die Geister zu besiegen. Beeil dich! Der Inspektor der Königin trifft bald ein. Wir müssen... Wie heißt das? Wir müssen Acht geben auf die Nutrition... Auf das Futter der Tiere, damit wir hochwertiges Metall rausbekommen. Ja, wie auch immer. Gut, das war's dann für heute mit Let's Play Off. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Mein Name ist Gutgo, bis zum nächsten Mal und bye bye.